Willkommen zurück zu Pokémon Schild. Wir machen weiter mit Route 8 und einem Arena. Nein, kein Arena, aber einen normalen Trainerkampf. Einen Augenblick bitte. Es ist Zeit für einen Gesundheitscheck deiner Pokémon. Ist das so? Noch mal sehen. Ärztin Romina, was machen Sie denn hier? Roselia, auch nicht du schon wieder. Wir haben schlechte Erfahrungen mit diesem Pokémon gemacht in der Naturzone. Und daher, geh mir bitte, bitte aus den Augen. Mit Primano, denke ich, machen wir das. Ich denke, es passt ganz gut. Primano muss sich ja auch noch entwickeln und Kursi muss sich ja auch noch entwickeln. Zwei Pokémon, die sich noch entwickeln werden. Nicht in dieser Folge vielleicht. Vielleicht nicht in dieser Folge, meine ich so rum. Aber, obwohl, Kursi könnte sich sogar in dieser Folge schon entwickeln. Giftstachel, oh ne, keine Vergiftung. Okay, zum Glück. So. Ich habe extra Primano reingetan, weil ich will, dass sie sich entwickelt. Und dafür halt viel Level bekommen. Weil Cremie ist ja schon Level 39. Zwar Level 40. Nice, nice. Und selber hat sie auch ein Primano. Super. Juhu. Vorahnung. Wirbler! Bam! Wirbler ist eine sehr schwache Attacke. Werde ich irgendwann ersetzen. Aber es ist sehr vertief, da denke ich, passt das trotzdem. So, und er wird vor mir sterben. Das wird dir nichts bringen, das macht nicht mehr Damage. Siehst du, er macht fast gar nichts im Vergleich. So, und jetzt verreck. Och, warum lebst du noch? Zauberschein, really? Denkst echt, du könntest das noch reißen hier, wa? Tu's aber nicht, Wirbler! Dead. Und Intellion Level 43! Wenn es meinen Pokémon nicht gut geht, fühle ich mich auch total schlecht. Und wieder zeigt sich, der Wert der Gesundheit wird erst erkannt, wenn sie angeschlagen ist. Yep. Das mag gut sein. Okay. Coole Pokémon, die wir antreffen, muss ich zugeben. Hier gibt es ein Item. Ein Leuchtstein. Der hilft einem bestimmten Pokémon bei der Entwicklung. Oh, hi. Ein. Oh, ein Sanaconda. Nicht kein Salanga. Ein Sanaconda. Nervig, nervig. Aber wir können hier zumindest ein paar Erfahrungspunkte abstauben. Deshalb machen wir das nochmal. So. Gleich haben wir ein paar Level-Ups. Freut mich. Freut mich, freut mich. Hallo. Willst du vielleicht gefangen werden? Kleines Gladiantri. Die Weiterentwicklung ist sehr gut. Ich nehme mich vielleicht auch sogar im Schwarz- und Weiß-Let's Play. Aber bis zum Schwarz- und Weiß-Let's Play dauert es noch. Definitiv nicht nächstes Jahr. Nächstes Jahr kommt kein Schwarz- und Weiß-Let's Play. Nur so am Rande. Übernächstes Jahr glaube ich auch nicht. Kann aber sein. Mal gucken. Ich will hin und wieder mal so ein Pokémon-Let's Play bringen. Vielleicht so zweimal im Jahr. So wie ich die Zeit habe. Oh, du bist es nur. So. Ich hoffe, die Route ist nicht allzu lang. Die Route hat nämlich zwei Teile. Und zwar gibt es auch noch eine Eisregion in dieser Route. So, ist das hier richtig? Nee, ist es nicht. Gut. TM 96 Schmalhorn. Okay. Wie könnten wir die Attacke beibringen? Ich wüsste jetzt niemanden. Ich benutze eh fast nie TMs, von daher. Nicht so schlimm. Von da kam ich. Also müssen wir hier lang. Das ist sogar so ein, ja. Steroiden-Typ. Strepudi-Typ. Mit seinem Big Brain. Zumindest sieht das irgendwie so aus. So, einfach abschießen und dann passt das. Pew! Bam!
Also ich weiß nicht, wie das alles sein wird mit den Aufnahmen. Ich nehme nämlich gerade sehr, sehr viel auf, weil ich nicht weiß, ob ich die Switch in den nächsten 2 Wochen haben werde. Oder nächsten Woche. Da muss ich mal gucken. Routini Level Up, Kremi Level Up, Kursi Level Up. Es könnte aber gut sein, dass ich nächste Woche die Switch nicht habe, deshalb muss ich viel aufnehmen. Aromakur. Halt alles schon das Problem mit des Teams mit beruhigendem Duft. Aber wenn ihr die Folge seht, habe ich wahrscheinlich eh schon die Switch wieder. Von daher passt das, egal. Brauchen wir nicht. Unnötig. Will ich nicht erlernen. Brauche ich nicht. Kremi Level 40. Genesung. Danke. Endlich mal was Gutes. Was machen wir da für Fälle? Liebeskuss. Machen wir dafür weg. Würde ich sagen. Und Kusi Level 33. Entwickelt sie sich? Nein, erst mal 35, glaube ich. 3 Hypertränke. Was? Was? Bronzung? Krass, in Bronzung gibt es hier. Cool. So, ich schieße es natürlich mal ab. Ein paar Erfahrungspunkte. Piu. Und dann werden wir auch schon in den nächsten Folgen die 6. Arena bestritten haben. Darauf könnt ihr schon mal freuen. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Vielleicht schaffe ich es sogar noch in dieser Aufnahmesession. Weiß nicht, wie man Speicherplatz damit macht. Aber ja. Nice. So. Okay. Ich will das Vieh fangen. Ja doch. Gehen wir mal einen Kampf mit dem Vieh. Ich will es eigentlich fangen. Das Vieh ist richtig cool. Irgendwann will ich ja eh alle gefangen haben. Von daher. Also Level 40 und ich mache eh sofort One-Hit, ne? Hat es Robustheit drauf. Sonst ist es eh schlecht. Nur die mit Robustheit sind gut. Aber ich glaube nur wenige haben das, weil ich habe es ja wieder One-Hitten können. Weiß ich nicht, mal schauen. Ich habe auf jeden Fall keinen Bock mit Intel und weg zu tun. Weil mit dem kommen wir eigentlich ganz, ganz gut zurecht hier. Sind ja größtenteils Steinkampf-Pokémon hier, was auch immer. Lass mich bitte durch. Ein Elixier gibt es hier. Füllt die AP auf. Geil. Das feiere ich. Boing. Hoppa da hoppa. Hoppi da hopp. Hier gibt es einmal 3 Luxusbälle, ein behaglicher Ball. Der Pokémon veranlässt nach dem fangenden Trainer gegenüber schneller zutraulich zu werden. Okay, Luxusball war früher, glaube ich, einfach nur gar kein Ball, so ein ganz normaler Pokéball halt. Aber jetzt hat er sogar eine Fähigkeit. Cool. Und ein Sanaconda. Kostenlose Erfahrungspunkte, sage ich dazu einfach mal. Die können wir natürlich auch momentan gut gebrauchen, wo wir alle unsere Pokémon auf Level 40 bringen wollen. Ich schätze nämlich mal, die nächste Arena-Leiterin wird, Level 40er Pokémon haben. Deshalb müssen wir da auch auf dem Level kommen. Übrigens, die Eis-Arena-Leiterin, die ist, soweit ich weiß, in Schwert sowohl auch in Schild anders. Also, wir in Schild haben wir auf jeden Fall sie. Ich weiß nicht, wie das in Schwert aussieht, das weiß ich gerade nicht. Interno Level 45 und Primaro Level 38. Cool, cool. Nice, nice. Da, dun, dun, dun. Hi. Das ist ein neues Pokémon. Ein Legios. Oh, Leute, das besteht ja aus mehreren. Das ist ja cool. Und das hat, soweit ich weiß, keine Entwicklung. Aber es ist ein sehr cooles Pokémon. Ist anscheinend Gesteinkäfer. Gehe ich mal von aus. Könnte sein, bin mir nicht sicher. Versuchen wir es mal zu fangen. Ich habe nur noch 3 Pokebälle. Verdammt. Mal schauen, ob es klappt. Vor allem, man fängt alle auf einmal. Es ist anscheinend ein Pokémon. Auch wenn das so aussah, als wären das 5, 6. Cool, wir haben es gefangen. Neues Pokémon gefangen. Cool. Ihr könnt ja immer Video pausieren und gucken, was so die Beschreibung vom Pokédex sagt. Ich lese sie erst irgendwann mal ganz am Ende des Let's Plays in der Bonus-Episode vor, wo ich alle Pokémon gefangen habe. In Pokédex. Ja. Hier gibt es ein Item. Feentafel.
Verstärktes Pokémon von Typ Fee? Habe ich es richtig gelesen? Das wäre richtig nice. Attacken von Typ Fee! Ja, Cremi! Oh. Hat schon Item? Großwurzel. Stärkt KP-stillende Attacken. Ja, bringt er jetzt eh nichts mehr. Und naja. Nicht wichtig. Oh Gott. Dich habe ich auch schon seit Schwarz-Weiß nicht mehr gesehen. Skalück. Sagt mir überhaupt nichts mehr, der Name. Skalück. Das ist wie, als würde ich zum ersten Mal hören. Aber das Pokémon gibt es seit Schwarz und Weiß. Und da habe ich es auch zuletzt gesehen. Abschlag. Aua. Das macht voll viel Damage. Pokéball. Go! Ich habe keine Heil-Items. Das ist nicht so gut. Ich kann mich nicht mehr heilen. Nice, gefangen. Cool. Bam. Aber Leute, wir nähern uns tatsächlich sogar jetzt schon dem Ende zu. Wir haben mehr als die Hälfte. Und wir sind erst Folge 30, glaube ich. Ungefähr. Ich habe es gerade nicht im Blick. Sorry. Top-Beleber. Da oben geht es anscheinend weiter. Deshalb gehen wir hier lang. Oh, oder wo geht's weiter? Strehpulli will auf jeden Fall nochmal Stress, aber ich sag dazu nein, Pulli. Ich habe da keine Lust und noch keine Zeit für dich. Tschüss. Ich weiß nicht, wo geht's denn lang? Ich habe ihn noch null berührt. Hallo? Was soll denn dieser Betrug? Wir gehen mal erstmal links nach oben, weil ich glaube, da ist nicht richtig. Und da könnte dann, wenn es nicht richtig ist, ein Item dafür sein. Dass es der falsche Weg ist. Oh Mann, ich wusste, da war der Typ noch, aber ich. Ich habe keine Lust auf Kämpfe, lasst mich. Ich will eigentlich jetzt nur die Stadt erkunden, die nächste. Darauf habe ich gerade Lust. Aber bevor wir gegen diese Kämpfe gibt es hier einen Riesen-Nuggets. Nice. Das Leben ist zwar wie eine Reise, aber das Ende des Lebens ist deshalb nicht unbedingt das Ziel. Hm, interessant. Ein Groldra. Oh mein Gott, was? Ein Groldra hat sie? Groldra ist somit einer der seltensten und OP-sten Pokémon in diesem Spiel. Gibt es nur in der Naturzone, irgendwo in der Ecke. Weiß nicht, ob wir das schon bekommen könnten. Weiß überhaupt nicht, ob ich so ein Team haben will. Es ist Drache Geist, was eine richtig geile Kombi so an sich ist. Aber die erste Entwicklung kann gar nichts. Die ist schwach. So. Skalück. Ja komm. Intellion schafft das schon, oder? Mauer. Schuss. Präzisionsschuss. Wenn ich verfehlen hier. Wir wollen ja gewinnen, schnell durchkommen. Also ich will zumindest schnell durchkommen, will gerne die Stadt erkunden. Da habe ich gerade Bock drauf. 241, nice. Und besiegt. Eine Niederlage ist nicht das Ende. Nicht so lange man wieder aufsteht und weiterkämpft. Ich habe schon gegen viele Arena-Challenger gekämpft. Ich hoffe, dass sie alle ihre Ziele erreichen können. Wäre ganz schön, ne? Okay. Hi! Yeah, yeah, yeah! Hey, du da! Unsere Rap-Session ist jetzt live! Was ein Hit! Put your hands in the air! Na los, mach mit! Deine Tante heißt Barbara! Nein, heißt sie nicht! Togedemaru? Ah, oh, das habe ich schon seit... Sonne Mond nicht mehr gesehen. Oh Mann! Ich dachte erstmal seit XY, aber ich hab's definitiv in Sonne Mond, glaube ich, schon mal gesehen. Down geht es aber. Sorry, Bro. Da geht es down. Das war's schon. Tugge D und ich sind aus dem Rhythmus gefallen. Macht nichts. Nächstes Mal lassen wir's knallen. Einmal will ich mit Netz die Bude rocken. Yo, ich sag dir, das haucht dich von den Socken. Ich mag die Leute, die haben coole Reime. Yo, yo, yo. Oh, hi. Ein Nugget, cool, cool. Ein Kingstein, was? Okay,
Cool. Ist es Ende? Willst du nochmal kämpfen? Hi. Dumm, dumm, bam, 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 bam. Eventuell, wenn ihr auch drauf Bock hättet, könnte ich ja nach dem Let's Play auch nochmal Legi-Hand-Streams machen. Und ich sehe gerade, Legios ist ein Neutralgeschlecht-Pokémon. Davon haben wir fast gar keine. Es ist also schön, wieder eins zu sehen. Na dann, brauche ich dann nicht noch eins fangen. Wozu? Okay, wir sind da. Fast. Hier sind noch ein paar. Die wollen sogar kämpfen. Machen wir gleich. Hier gibt es noch was? Oh, Leute, hier ist ein Secret. 5 Feldbeschichtung. Also zum Tragen hat der Träger durch eine Attacke oder eine Fähigkeit ein Feld erzeugt, verlängert sich dessen Dauer. Okay, hier habe ich noch nie gehört von. Hallo! Ich verrate dir ein Pokécamping-Geheimnis. Es lautet, drücke auf den Stick. So kannst du nämlich in die Hocke gehen und bist gleich viel näher an kleineren Pokémon dran. Wenn du Lust hast, kannst du gerne mal ein Pokécamp versuchen. Guck mal, was Lisa so hat in ihrem Pokécamp. Evoli-Form. Fast alle. Nicht alle, aber fast alle. Cool. Machen wir mal selber eins auf, so nebenbei. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Guck dich unser Team an. Können die in die Hocke gehen? Oh, guck dich das an, wie süß. Komm mal her. Oh, es ist glücklich. Oh mein Gott. Wie süß. Ein wenig langsam. Du schaffst das schon. Du schaffst das! Du schaffst das! Hi, wie geht's? Erzähl mir mehr. Okay, spielen gehen. Es kommt immer noch, es ist immer noch nicht da. Du schaffst das schon, ich glaub an dich! Hey! Primano! Bist du schneller? Wer ist schneller da? Ja, natürlich Primano. Du schaffst das, ich glaub an dich. Wie geht's? Müde und hungrig. Es ist fast da, Leute, es ist fast da. Es ist fast da. Du schaffst das. Du schaffst es, ich glaub an dich. Yes! Noch mehr Aufmerksamkeit, lass uns spielen. Ja! Guck mal hier! Siehst du das? Guck mal hier! Wow, 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 wow! Siehst du das? Siehst du das? Siehst du das? Willst du kämpfen? Ja, greif es an! Bam! Wir wollen beide kämpfen. Greif an! Bam! Bam! Geil! So, unser Feier des Tages nochmal kochen wir Curry. Heute gibt's einen Pilzmix! Zusammen mit einer Amarena-Beere, einer Sinel-Beere, einer Labrus-Beere. Einer Seetangbeere. Was hatten wir noch nicht? Ganz unten hatten wir noch nichts. Eine Granatbeere. Eine Wikibeere. Und es passt. Ich denke, das reicht schon so. So, und jetzt wird schön gekocht mit der Pilz-Flavor. Yeah. So, machen wir mal ganz schnell. Ich weiß nicht, ob das gut ist, wenn man ganz schnell macht. Oh, doch! Doch, doch, das ist ganz gut. Könnt ihr mal hören, wie schnell ich gerade am Peppen bin. Ich kann mich nicht ganz konzentrieren. Ah, aber da freuen die sich schon. Zuvor zum Beispiel in Talion. Ich kann nicht schneller drücken. Ah, er freut sich schon. Nice. So, jetzt schön umrühren. Anscheinend wird das lecker, was wir hier vorbereitet haben. Super, super. Lecker, lecky. Curry, curry, curry. Yeah, yeah, lecker, lecker. Und? Ist es fertig? Oh, es riecht schon so lecker. Und wir müssen uns Liebe geben. Jetzt. Hast du geklappt? Ich hoffe. Guten Appetit. Und da freuen sich alle. Herbes Pilzcurry. Schmeckt's? Yes, es schmeckt. Geiloma 3000. Nice. Alle wieder geheilt. Das ist super. So. Erfahrungspunkte für alle.
So, und bevor sich Kursi entwickelt, würde ich sie gerne auch mal vorne haben. Gucken, wie die so im Kampf sich schlägt. Hi. Ich mag süß aussehen, aber meine Pokémon haben so einiges drauf. Passt bloß auf. Wer als Geschäftsmann Erfolg haben will, muss das einmal eins der Kommunikation beherrschen. Das gilt natürlich auch für den Umgang mit Pokémon. Ist das so, Christina und Morten? Hippote. Was, Hippoterus? Yo, läuft bei denen. Hippoterus ist sogar weiblich, glaube ich, weil das ganz. Ja, ist weiblich. Und Stalobor. Stalobor ist auch richtig cool. So, wir wollen natürlich. Attacke bei der. Okay. Machen wir mal Bürde, würde ich sagen. Und du machst. Kopfnuss macht wahrscheinlich gar nichts. Oder warte, wechseln wir. Dann machst du Kursi auf Hippoterus und ich mach auf Stalobor. Das macht mehr Sinn, glaube ich. Er schaufelt aber. Kopfnuss macht keinen Sinn. Knirscher, bitte nicht auf Kursi. Doch, natürlich. Und es ist effektiv. Tut mir leid, Kursi. Bruchrüstung. Verteidigung sinkt, aber auf Initiative steigt. Stark sogar. Bürde! Bam. Kack Sandsturm, ey. Na komm, Kursi. Du bist erst in der Weiterentwicklung zu gebrauchen. Deshalb werden wir mal. Brimano kämpfen. Nee, Houtini. Houtini habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Komm, Houtini darf auch mal wieder kämpfen. Was? Habe ich B gedrückt? Oh, okay. Ja, habe ich nur B gedrückt. Dann greifst du an mit Kopfnuss diesmal, aber richtig. Houtini! Schaufler. Oh nein. Ah, nicht sehr effektiv. Haha. Vielleicht tue ich sogar Routini raus für Galoppa. Wir haben ja schon jemanden, der eine Pflanzenattacke, oder? Ja, nee, aber nicht, oder? Hm. Weiß ich gerade nicht. Hatte nicht, die Mahnung eine Pflanzen an die Aromakur nur. Hm. Hm. Eigentlich will ich Routini nicht raustun, um ehrlich zu sein, aber. So wenig habe ich das Gefühl, dass das muss. Hä? Boah, ey, lass doch deinen Kacksteinhagel! Okay, Houtini bringt das aber nichts. Kopfnuss! Boah, es ist nicht sehr effektiv, leider. Grasmixer! Und da ist es nicht down. Nein, kein Gegner, bist du bescheuert! Was ist denn das für ein blöder Kampf? Kriegt man. Die haben sogar zwei Pokémon, sehe ich erst jetzt. Oh mein Gott, ich könnte gerade kotzen, ey. Meine Güte. Komm, mach Hippoterus zumindest down. Bitte. Oh nein. Nein. Aua. Kopfnuss. Yes. Okay, die hat nur noch ein Pokémon. Wir kriegen Erfahrungspunkte, Level-Ups für Kursi, endlich, und Routini auch. Kursi wird sich wahrscheinlich entwickeln, oder? Kraftabsorber für Kursi. Ein Angriff, der die KP des Anwenders um die Höhe des Angriffswerts des Ziels heilt. Anschließend wird der Angriff des Zieles gesenkt. Okay? Ja, machen wir doch mal rein, oder? Komm, Kack auf Tackle. Wir haben Antikraft. Ist auch okay. Denke ich. Und anscheinend wird sich Kursi wieder entwickeln, oder? Grasmixer! Es lebt immer noch. Digga! Dann werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge die Stadt erkunden. Und wenn die Stadt klein ist, sogar die Arena machen. Und leider schlafe ich jetzt wegen Gena. Mautzinger.
Oh, so ein starkes Mautzinger kann ich jetzt nie gebrauchen, ey. Synthese. Und du machst Doppelkick auf Mautzinger. So, nice. Nichts passiert. Super. Der Sandsturm legt sich immerhin. Immerhin etwas. So, und du machst mal Gegenschlag. Gegen Stalober. Ich will Stalober tot sehen. Nice. Stalober ist down endlich. So. Level Ups für Cremi. Wir sind alle, glaube ich, jetzt so fast im 40er Bereich. Nice, nice. So, Synthese. Und es heilt sich um die Hälfte. Wie Genesung halt. Ja. Angeberei. Och nö. Jetzt kann ich, glaube ich, nur noch. Na nee, das ist das. Jetzt bin ich verwirrt. Aber mein Angriff schlägt stark. So, er hat Lucario. Lucario. Cheerio. Schlesslero. Mautzinger kriegt aufs Maul von mir. Sehr effektiv. Und wir greifen uns selbst an. Gute Taktik. Das verwirrt wahrscheinlich den Gegner. Oder auch nicht. Aua. Lucario ist so ein Pokémon, das bufft sich pro Runde. Die ganze Zeit. Aua, aua, aua. Krass, Mixer auf Lucario und Gegenschlag auf Mautzinger. Jetzt geht's aufs Maul. Bam. Fast down. Weil ich im roten Bereich bin. Und krass, Mixer auf Lucario. Bam. Oh, ich mach so wenig Damage insgesamt. Es war sogar ein Volltreffer. Ach, Kacke. Wisst ihr was? Dann habe ich ein Inteleon, was viel besser ist in dem Fall. Oh nein, Swallow. Oh Mann. Da muss man einfach mal husten. Das passiert. Kratzfurie. Oder Fatzfurie. Achso, ich bin dumm. Okay. Inteleon, zeig, was du drauf hast. Du hast den Kampf an sich wahrscheinlich Kurosawa. Zu Kurosawa entwickeln, unser Corazon. Setz mal Gesang ein, ja. Und du? Du schießt ihn ab. Schießt sie beide am Ende ab. Piu! Bam! So, und danach kommen wir endlich in die Stadt. Oder? Oder kommen wir erstmal ins Eisgebiet? Stimmt, es gibt noch ein Eisgebiet. Intel Level 45! Nice! Nicht mehr verwirrt. Gesang! Gute Nacht. Nice. So. Jetzt wollen wir mal leise sein. Siegen. Dem ist abschießen. Was? Es ist aufgewacht. Oh, nervig. Jetzt kriegen wir auch die Animation, wie das Schutzschild hat. Wir haben es doch alle gesehen, Mann. Präzisionsschuss. Schieß es ab. Piu. Oh, da ist es down. Da geht er down, da geht er down. Okay. Kusi sogar Level 36. Jetzt muss ich doch mal entwickeln, oder? Hallo? Du wirst nicht glauben, die Pokémon von diesem Trainer sind stark und süß. Den Sieg gibt's von mir im Schlussverkauf. Allerdings bringt mich das in die rote Zahl. Und? Kursan entwickelt sich nicht? 40 erst, oder was? Lass mich schnell meinen Terminplaner überprüfen. Die ganze Zeit über eine Niederlage zu lamentieren, führt ja doch nicht zu nichts. Sie sind trotzdem stark. Solche Pokémon passen am besten zu mir. Okay. Warum hat sich jetzt Kursi nicht entwickelt? Es ist Level 36. Hallo. Entwickelt es nicht mal? Vielleicht brauchen wir noch ein wenig. Sieht stark so danach aus. So. Wir sind jetzt im Eisgebiet, Leute. Eis, Eis, Baby. Eis, Eis. Dampfschwadenfahrt. Guckt euch das an. Oh Gott, da müssen wir uns aber warm anziehen in der nächsten Stadt. Ein Sneebuna! Nee, ein Sneebel.
Weiterentwicklungssimulator. Aber ein Sneebel gibt es hier. Ich finde Sneebel so cool. Eins der coolsten Pokémon, die es gibt. Ich finde es einfach so cool. Es passt männlich und weiblich. Es gibt wenige Pokémon, die männlich und weiblich gut aussehen, oder? Also zumindest die Weiterentwicklung passt weiblich und das hier männlich. Ach, keine Ahnung, ich bin dumm. Lass mich einfach in Ruhe. Es ist Typ Eis und Unlicht. Das ist nicht so gut. Wenn man considert, dass Eis sehr effektiv gegen Wasser ist. Und ich kill es natürlich instant. Super. Da ist wir wieder offscreen fangen. Aber Leute, in der nächsten Folge werden wir erst sehen, wie ich diese Route abschließe und die nächste Stadt erkunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Wertung da. Schaut beim nächsten Mal vorbei. Ihr wisst den Schmal noch alle schon Bescheid. Haut rein.